Kalimera Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wir haben in den lokalen Medien wieder einen sehr interessanten Bericht für euch. Und hier geht es darum, in Hanja wurde letzten Mittwoch der erste vollelektrische Bus für die Gemeinde Hanja geliefert. Hanja hat in den letzten 1,5 Jahren 5 elektrische Busse bestellt und es wird im Zuge in den nächsten Wochen und wahrscheinlich Monaten auch elektrische Fahrzeuge für die Gemeinde, also 4 Stück laut dem Bericht, und 300 E-Bikes sollten noch kommen, beziehungsweise auch in der Stadt verteilt die Ladestationen. Also schauen wir mal kurz in den Bericht von Zapper News und gehen wir mal so durch, wo so die Schwerpunkte in diesem Bericht liegen. So, und hier seht ihr nun von Zapper News diesen Artikel. Und er ist sehr umfangreich gestaltet mit sehr vielen Bildern und einigen Videos. Und hier könnt ihr sehen, am Mittwoch wurde der erste Elektrobus von 5 bestellten. Man hat das Ganze voriges Jahr bestellt. Aber es werden auch noch Elektrofahrzeuge, also kleinere, für die Gemeinde geliefert. Und es werden auch 300 Elektrofahrräder inklusive Ladestationen, die wahrscheinlich in Hanja in der Stadt direkt verteilt aufgestellt werden. Und es gab natürlich hier eine größere Pressekonferenz und eine Präsentation. Es wurde sogar eine Stadtrundfahrt mit dem Bus organisiert. Also da war die Kamera dabei. Einige Eckdaten wurden hier auch bekannt gegeben. Und zwar sind es 8 Meter Busse, haben eine Kapazität von 15 Sitzplätzen, 27 Stehplätzen und einem behindertengerechten Sitzplatz. Die Busse können bis zu 150 Kilometer weit fahren und also 150 Kilometer pro Tag zurücklegen. Hier seht ihr auch einige Bilder vom Innenleben, hier zum Beispiel die Batterien. Man konnte bei dieser Präsentation alles begutachten. Es wurden auch einige Gespräche geführt über die Technik an sich. Und ja, laut den Angaben fährt dieser Bus zu 100% elektrisch. Ich werde euch den Artikel unten in der Videobeschreibung natürlich wie immer verlinken. Es gibt auch einen zweiten Bericht, der so ähnlich ist, in Hanja News, und auch diesen werde ich euch unten verlinken. So Freunde, und hier abschließend seht ihr noch ein paar Bilder vom Innenraum des Busses. Also für den städtischen Verkehr ist er sicherlich optimal, aber schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu dem zu 100% elektrischen Bus für die Stadt Hanja. Also, wie immer wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video wieder.